Wir gehen rein. Und immer ein paar Emma Netz parat. Es gab. Ey, diese Tour wird so geil, Digga. Ich liebe es. Ich liebe es. Wenn Serkus Falte auf Tourbühne steht und Mikrofon hält. Ich liebe es. Das wird so super, gell? Das wird super. In jeder Stadt hab ich Paschababs und immer ein paar Emanets parat. Ey, Bruder. Ich freue mich richtig auf die Runde 3 Songs. Die werden super kommen für die Tour. Super. Super, super, super. Und ich freue mich auch, mit Haaland wieder auf einer Bühne zu stehen. Mit Ilo mit wieder auf einer Bühne zu stehen. Mit Kauter wieder auf einer Bühne zu stehen. Mit Eamon wieder auf einer Bühne zu stehen. Mit Ammo wieder auf einer Bühne zu stehen. Mit Gio wieder auf einer Bühne zu stehen. Das wird echt geile Flashbacks. Und was noch geiler an der ganzen Geschichte ist, ich freue mich, die Rappler Rio 1 Künstler mit Breel natürlich auch, mein wunderschöner Bruder Breel, 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 mit den Rappler Rue 1 Künstlern und die Rappler Rue 2 Künstler, die Elite der Rappler Rue 2 Künstler zusammenzubringen. Das wird super. Lass uns tanzen. Komm zu Tour, Dreddies. Komm zu Tour, Dreddies. Da. Das sind die Dates, ja? Am 10. sind wir in Stuttgart. Das ist der Tour-Start. Okay, da geht alles los, Brudi. Versteht ihr? Am 11. sind wir in München. Direkt einen Tag später. Ja? Am 12. schon müssen wir von München nach Berlin, weil am 12. sind wir in Berlin. Am 17. dann sind wir in Köln und am 19. sind wir in Hamburg. Und Frankfurt natürlich auch, aber Frankfurt ist erst im Juli. Das heißt, 3 Monate später. Für alle Frankfurter, ihr könnt natürlich erst in Frankfurt kommen, wenn ihr möchtet. Oder ihr macht euch den Weg nach Köln. Nach Kölle, wisst ihr? So, super. Aber im Juli ist dann in Frankfurt mit der Bekanntgabe des Siegers von Rappler Rue 2. An alle aus Wien. Kommt nach München. Ist nicht weit. Auch Rappler Rue 1 und 2 Kandidaten, Special Guest. Es gibt in jeder Stadt einen Special Guest. Beispielsweise ist auch nicht weit herzuholen. Wenn wir in Stuttgart sind, ist mein Bruder Casey Rebel natürlich auch dabei. Ja? Wenn wir in Hamburg sind, haben wir einen Special Guest. Wenn wir in Berlin sind, haben wir 1, 2 Special Guests. So. Millionär ist falsch geschrieben. Bruder, ich bin ja auch kein Cousin. Frankfurt gibt's auch noch einen Tourstopp, aber der kommt erst im Juli. Wartet mal ganz kurz, Dreddies. Ich bin gerade selber ein bisschen Ding, weil eigentlich müsste das auch schon drinne sein. Doch, hier ist drinne. Kann man sich sogar kaufen. Hier. Ist da, Dreddies? Ihr wart noch nicht einmal auf der Seite. Dem wisst ihr das doch auch gar nicht. Hier. Jahrhunderthalle sogar. Einmal mal draufklicke und dann sieht man es auch. 18. Juli. Weil hier wird die Bekanntgabe sein vom Rappler Rue 2 Künstler. Das ist das große Finale so. Das ist die Tour. Die spielen wir mit Eamon, Kauter, Ammo, Haaland und. Und hier sind die Jungs natürlich auch dabei und die Mädels, aber hier geht es viel mehr um Rappler Rue 2, weil hier ist die Bekanntgabe dann, das endgültige Finale. Weißt du? Da pocht's auf, Cousin. Aber ich will euch alle wirklich, Dreddies, wallah, jetzt, ich rede auch zu euch, weil ich mache ja auch mein Album, ja? Und ich werde auch auftreten. Das heißt, es ist auch meine Tour. Es ist sowieso auch meine Tour, ja? Aber ich werde auch auftreten. Und für mich wäre wichtig, Cousin, euch auch da zu sehen. Weißt du? Gerade so meine Twitch-Community. Das wäre todeswichtig für mich und witzig für mich und ein geiles Erlebnis für mich. Das ist auch meine erste Tour in meinem ganzen Leben. Ich war noch nie bei einer Tour dabei. So. Ich habe immer... Wir hatten Städte oder wir waren beim Splash oder wir waren so. Oder Gastauftritt bei jemandem, aber das ist unsere eigene Tour. Das ist meine erste Tour. Meine allererste Tour ist das. Nach 10 Jahren oder so. Also kommt gerne vorbei. Ich freue mich übertrieben, wenn ihr am Start seid. Ihr müsst mir auch schreiben, dass ihr von Twitch kommt. Und am Ende schreit ihr im Publikum, wir sind aus Twitch. Dann sage ich, okay, kommt im Backstage, Cousin. Das ist mein Tour, ich bin Boss. Wer will mir was sagen, Cousin?
Ich küsse eure Herzen. Effekt, the Mental Energizer. Ich komme auch mit ein paar neuen Lieder auf Tour, ja. Guck mal, jetzt auch Twitch de la Rue TV hier drin, ja. Muss man auch anmerken, Cousin. Aber es geht besser, diese Animation. Falls jemand eine geile Animation machen kann, mit meinem Twitch so, der soll mir das gerne schicken, dann baue ich deine Animation hier ein. Hier könnte deine Werbeplattform stehen. Checkst du? Also wer kann, Bruder, geile Animation machen, der soll mir die gerne schicken. 3 Sekunden lang, sowas. Soll ich direkt bei mir auf Instagram melden. Ja, aber Miss Bella, dann komm doch einfach nach München. Ist doch nicht weit. Schreib mir auf Instagram, Bruder. Schreib mir auf Instagram. Kurs am heftig. Dankeschön, mein Bruder. Und Yasser, schreib mir auf Instagram. Aber macht schon was fertig, Jungs. Wenigstens irgendwas, dass ich eure Arbeit sehen kann. Am Ende seid Penner. Bruder, ich bin so happy, Bruder. Endlich ist diese Runde 2 vorbei. Ja. Da ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen gehen kann. Und ich freue mich so krass auf Runde 3. Und Wallah, warte ab, was ich euch jetzt calle. Wir haben 1 Uhr morgens, okay? Es sind nicht mehr alle da. Aber ich sag euch, Chat, wisst ihr, was für ein Hype wir generieren werden? Mit Runde 3, Cousin. Und stellt euch mal vor, wir würden es nicht tun. Ich würde mich ja bis auf die Knochen blamieren. Darum sage ich euch, Wallah, Billah, wir werden so einen Hype generieren, weil die Songs sind so geil, die Folgen, die Challenges, die Tage, alles ist so geil aufgenommen, so geil ausproduziert. Es ist so geil, wir werden so einen Hype generieren. Ich freue mich so krass darauf, Bruder. Herzlich willkommen zur Runde 2. Erste, ja? Am 1. kommt die Runde 3. Runde 2 ist es, einen Gruppensong zu erstellen. Ihr seid eine Ausnahme, ihr seid eine 6er-Truppe. Ja? Ihr könnt einen Beat-Switch einbauen. Das haben wir euch schon mitgeteilt. Er muss festivaltauglich sein. Ihr habt 72 Stunden Zeit und es wird eine Auslandsreise, weil deswegen sind wir hier am Flughafen. Aber zunächst, bevor ich euch erkläre, wohin es geht und welche Regeln ihr beachten müsst, brauche ich einen Teamkapitän. Rina, komm her! Ja. Rina, wollen wir erstmal gucken, wohin es geht für euch? Ja, bitte. Ey, Jungs! Hey, das war für die, die haben sich so gefreut, gell. Und ich habe mich auch so gefreut, weil ich ja weiß, wie viel die im Umschlag haben. Und guckt euch mal deren Freude jetzt an und die Laune, nachdem die den Umschlag geöffnet haben. Ey, Jungs! Guck mal, wie nett sind. Du kannst gerne gucken, wie viel ihr für die nächsten 72 Stunden 6 Leute fühlt sich schlecht. Wie viel ihr zur Verfügung habt. Guckt euch Berdo seinen Gesichtsausdruck an. Guckt euch seinen Gesichtsausdruck an. Jetzt checken die, was Realität ist. Jetzt checken die auch langsam, okay. Es sind 72 Stunden, Bruder. Wir müssen essen, trinken, rauchen, kacken, alles Shampoo, egal was, was fehlt. Alles nur von diesem Geld, ansonsten bist du sofort raus, egal wer es aus der Gruppe tut. Jetzt checken sie es. Jetzt kommen wir zum etwas schlechteren Teil. Und zwar die Regel. Herzlich willkommen zu Runde 2. Survival of the Fittest. 11 verschiedene Gruppen werden in 6 unbekannte Länder geschickt. Mit nichts als einem begrenzten Budget in der Tasche. Azeri, danke. Ihre Aufgabe? Innerhalb von 72 Stunden einen eigenen Song aufnehmen und dazu ein Musikvideo drehen. Klingt einfach? Er kennt die Regeln ja schon. Er kennt die. Auf geht's! Also Leute,
Erste Minusgeschäft, wallah, wir müssen einfach Tabak kaufen für Leute, die rauchen wollen. In unserem Team haben wir Junkies. Wir müssen auch ein Herz wie Junkies haben. Ich muss erstmal die Preise hier abklären. Ja? Solange ich das nicht absegne, gibt's hier nichts. Bruder, wallah, ich fühle mich, als würde ich gerade fasten, Bruder. Ey, der Chicken Teriyaki. Ist jetzt. Boah! Ey, Walla, ich hab Bock auf diese Snickers. Walla, ich sag jetzt, kann ich was vorrecken für Dings. Bruder, komm, einmal billigste Tabak, billigste Paper. Bruder, als PTL zurückkam, gell? Ich hab gesagt, JU, JU. Hat er sich umgedreht, sagt, Bruder, ich bin's, PTL. Ich sag, Bruder, was hast du die letzten Tage gegessen, Cousin, ja? Billigste Filter. Minus, er hat 40 Kilo abgenommen, der Arme. Oder einfach Lungenkrebs, Bruder, Walla. Bruder, das kriegst du auch beim besten Tabak. Oder sogar schneller. Bruder, John Player. Meine Mutter hat Kilo. Alte John Player Tabak, Walla, ich schwör's dir. Das ist wirklich diese Kneipe, Bruder. Richard, dreh mir eine Zigarette. 8,90 Euro, das ist ein Sturz. Katsching! Die haben schon 10 Euro ausgegeben, ohne sich was zu... Und Chat, ich habe ja deren Tasche kontrolliert. Ich habe denen alles weggenommen. Es gab auch Leute, die hatten so Snacks dabei, so für Essen. Die haben einen Koffer gelassen. Sogar das Essen aus dem Koffer habe ich genommen. Ich habe denen alles weggenommen, alles. Es gab Leute, die hatten Melatonin zum Beispiel dabei, damit sie schlafen können. Sogar das habe ich weggenommen. Es gab Leute, die hatten E-Shishas dabei. Sogar das habe ich weggenommen. Leute hatten Snus dabei, sogar das habe ich weggenommen. Ich habe alles weggenommen, Bruder. Ich habe alles weggenommen. Alles. Jungs, ich glaube, es geht los. Serko, der Arme. Walla, Serko, hier ist gerade im Chat. Der steht da mit einem Red Bull in seiner Hand. Gerade frisch gekauft. Noch eiskalt, aber vor dem Dreh halt. Also, wir haben es noch nicht gesehen. Vor dem Dreh hat ein Red Bull gekauft. Der hält es in seiner Hand. Ich habe ihm das Red Bull aus seiner Hand abgenommen und leer getrunken. Walla, stimmt Serko oder nicht? Walla? Hast du die Snus dann selber genommen? Ja, natürlich. Nael hatte, glaube ich, eine Stange Lucky Strike oder irgendeine Stange Zigaretten hat er gehabt. Ich habe die genommen, ich habe die jeden Tag verteilt. Geschenkt. Abel, hier, nimm du. Hier, Cousin Tolga, nimm du eine, nimm du, nimm du. Ich hab Business gemacht damit. Assalamu alaikum, Gençler. Today we fly to Marseille. The whole equipe is on board. Yes, my brother. Halbe, oh mein Gott. Jungs, wie ist die Sau? Er tötet Rio de Janeiro. BTL. BTL. Hart. Hart, hart. Die werden jetzt alle Kulturschock haben. Maske, ich fahr Frankreich Flughafen. Die werden jetzt alle Kulturschock haben. Es gibt ja auch Teams, die kriegen nur 50 Euro. Ne? Und das wäre ja geil, wenn die 50 Euro kriegen, dafür eine Villa kriegen. Oh! Du hast eine perfekte Zeit. Nein, warum aber jetzt Alarm? Warum? Oh, ich schimpfe, So, kurzer Kassensturz. Kein Uber, kein Taxi. Wir sind eine Stunde von der Stadt entfernt. Wie machen wir das jetzt? Sammy geht nicht ran. Dankeschön, Rap Larue. Cousin. Ich sag ehrlich, also, aber wenn ich euch das erzähle, dann denkt ihr wirklich, ich bin Satanist-Cousin. Aber ist halt so. Was soll ich sagen? Ist die Wahrheit. Pass auf. Ich habe denen ja 100 Euro zur Verfügung gegeben, gell? Und wir wussten, dass von einigen das Airbnb über eine Stunde lang weg ist vom Flughafen. Und Bruder, mein Call war es, dann müssen die laufen. Wenn die kein Geld haben für den Uber, weil sie das Geld fürs Essen nutzen wollen, Bruder, lauf. Lauf 6 Stunden. Lauf 7 Stunden.
Normale Härte. Aber dann bin ich eingeknickt. Dann habe ich gedacht, okay, nein, die tut mir leid. Ich brauche 1 Euro, bitte gib mir Fluch. Hey! Dankeschön, Rip LaRue. Uzi! Ich brauche 1 Euro, bitte gib mir Fluch. 1 Euro. Ich hab nicht viel, ich habe nicht, nicht genug. Wonach du suchst, weiß ich nicht, alle habu. Hey, Uzi, Cousin. Sammy geht nicht. Ey, das ist eigentlich ein gutes Ding für mein Ding-Alert, oder? Spenden-Alert. Wenn jemand mir Geld spendet, ich hab eh keinen Spenden-Alert. Gerade drinne. Dran. Dankeschön, Rip LaRue. Nachricht, ich brauch 1 Euro, bitte gib mir Fluch. 1 Euro. Ich hab nicht viel, ich hab nicht, nicht genug. Ja! Wonach du suchst, weiß ich nicht, alle habu. Genau. Gib mir 1 Euro. Yeah. Ey, bitte, Balkan, du musst mir das rausholen. Oder einer meiner Mods, ich brauch genau diese Stelle. Dankeschön, Rip LaRue. 6,35. Genau, 6,35, ich brauch das. Ich brauch 1 Euro, bitte gib mir Fluss. Ja! Ich hab nicht viel, ich hab nicht genug. Ja! Wonach du suchst, weiß ich nicht, alle habu. Gib mir 1 Euro. Yeah. Danke, Yusuf. Check, ich bin auf mich allein gestellt. Nie im Klassenzimmer, lieber mehr im Freien hängen. Ey, ich sollte mein Leben auf die Beine stellen. Alles, was sie wollten, war eine Rolex und ein weißer Benz. Hey, Junkies haben Rost, stecke Rost in deine Schenkel. Irani. Ich mach mich aus dem Staub, diese Dünja ist versorgt. Für das Geld wird halt verkauft. Jeder liebt hier seine Mutter, doch verachtet seine Frau, ey. Oh, jeder liebt hier seine Mutter, doch verachtet seine Frau, ey. Ich kann nicht einmal Englisch, Bruder. Ich weiß nicht, Bruder. Wo seid ihr geboren? Wo seid ihr geboren? Wo seid ihr? Was soll das heißen, Berdo? Warte mal kurz, Bruder. Das ist der Uber-Fahrer. Ich kann nicht einmal Englisch, Bruder. Ich weiß nicht, Bruder. Wo seid ihr geboren? PTL hat aus Schweiß diese Playboy-Zeichen hinten auf seinen Rücken, Cousin. Das sieht aus wie diese Playboy-Zeichen. Und es hat sich einfach aus Schweiß gebildet, Cousin. Das ist einfach Playboy-Logo aus Schweiß, Bruder. Aus Schweiz. Schweiz. Schweiß. Ah, mir ne Sieg geben, Bruder. Yes. Sogar ich kann Englisch, Bruder. Ich hab auf jede Klausur Petzen. Hab auf jede Schule bei deine 5, Bruder. Sogar ich kann Englisch. Frankreich ist kein Spaß, normal. Geh mal 3 rein, Hamburg, geh rein. Ich geh vorne. Gibst du nach vorne? Der Sitz war auch hart, habt ihr gesehen, dieser Sitz? Jeder fehlt im Bruder, jeder fehlt. Achso. Auf jeden Fall, wir sind alle kaputt. Ey, Wulla, ich sag dir ehrlich, wenn diese Villa Sportler ist, ich raste aus, Bruder. Welche Villa, Bro? Guck mal, die waren so gut gelaunt, guck mal jetzt. Bruder, ich hab gehört Häuschen. Ein Raum. Bruder, ich sag dir offen und ehrlich, guck mal, kurz, ich glaube, ich spreche jeden aus der Seele. Am Anfang Villa und so und machen das. Mittlerweile. 500 Euro jede Gruppe. Mittlerweile bin ich froh, wenn wir einfach heute gemeinsam schlafen können und wir schlafen nicht mit Wölfen, Bruder. Und wenn wir essen können, was haben wir noch zu verlieren? Ey, Bruder, wir haben im Flughafen geschlafen, wurden nicht kontrolliert von Polizei, wurden kontrolliert von Militär. Bruder, ich Wo sind wir, Bruder? Bruder, seid ihr auch mal angekommen? Ja, was ist? Wie viele Leute sind weitergekommen? 38, Bruder. 38. Hier waren es 58, also so 20 sind raus. Ja. Bruder, warte mit dir, Bruder. Ey, ich sag euch jetzt was. Auf Koran. Wenn das jetzt wirklich das passiert, was wir glauben. Ey, warum wollen wir nicht den Mann hinten? Der Arme ist wie ein Sinn. Ey, komm, das ist klar. Warum wollen wir nicht den Mann hinten? Der Arme ist wie ein Sinn. Ey, komm, das ist klar. Ey, habt ihr das gehört? Also wenn wir jetzt wirklich da schlafen, was wir eben gesehen haben, dann sind wir am Arsch. Also wir sind nicht am Arsch, aber schon hart. Guck mal, wie undankbar. Seht ihr die, hört ihr die Künstler? Wenn wir jetzt da schlafen, dann sind wir am Arsch. Dann sind wir am Arsch. Warm from the OG, was geht ab, Cousin, ja? Du willst die Leute nur bekannt machen, Cousin. Die sind nie zufrieden. Sagen?
Bruder, das ist einfach so ein Dings, wo man Mülltonnen... So ein Hof, der einfach nur mit einer Mauer umzäunt ist. Ich hoffe nicht, aber das ist die Adresse, die genaue. Ey, warte mal. Abo, Bruder. Ey! Seht ihr, ja? Euer Onkel hat an euch gedacht. Ja, nicht nur einen schönen Flug bekommen. Nicht nur bekannt werden. Guck mal, was ich für euch rausgesucht habe. Affinesse im Gruppe. Guck mal, was ich für euch rausgesucht habe. Oh! Ey, ihr Ekelhaften. Oh, nicht Dankeschön, sondern ihr Ekelhaften. Typisch Rap-Larue-Künstler-Dreddies. Nicht Dankeschön, du Bastard, du Wichser. Nur sowas höre ich. Du Arschloch. Nur sowas höre ich. Ich höre nicht Dankeschön. Nein! Guck mal, Bruder! Bruder! Bruder, ist ein Zückeli, Bruder! Mein Mann, Bruder! Halte die Schnorre, Bruder! Ja. Schön, ha? Hey! Ihr Ekelhaften! Discord, Brian. Halt's Maul, Digga. Guck mal, bitte. Halt's Maul, Digga. Wir können auch zählen zusammen, wenn ihr wollt, gell? Also jeder kann zählen, der möchte. Ich lasse es kurz so, weil ich muss kurz was zu essen holen, Chat. Ich hab voll Hunger. Aber ist schon fertig, also ich muss nur den Teller runterbringen. Ey, wir brauchen irgendwas, womit dieser Angel da unter Wasser geht, weißt du? Deswegen habe ich nicht draus. Was? Da hier, Bruder. Sammy! Guck mal. Siehst du das, Bruder? Bruder, das ist hart. Das ist hart, Bruder. Er hat einfach so eine Nagel genommen. So ein Nagel. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Nadel, oder? Ey, Beru sieht gerade voll süß aus, ja? Der sieht gerade voll süß aus, Digga. Siehst du das? Ey, Bruder, guck mal, wie er den zurück. Ey, ist zu viel, Bruder, das ist zu viel. Ich sag grad zu Berdo, gell? Ich sag, ey, Berdo, wir müssen morgen angeln gehen. Er sagt, ja, normal. Mit seinem Dialekt, ja, normal. Ich hab doch schon ein Köderle gefangen. Ich guck mal hier. Das ist hart. Ich hab doch schon ein Köderle gefangen. Ich guck mal hier. Oh mein Gott. Der hat einfach Nackenfalte an seinem Finger. Was ist für ein Penisfinger, Uzi? Krank. Ey, was sag, komm, findest du, komm mal her. Aber die kann doch nicht essen, Bruder, oder? Nein, Bruder, ich will die nicht essen, aber das muss Angelfutter werden, Bruder. Oh. Wollen wir ihn töten? Soll ich ihn töten oder nicht? Ja. Aber in Marokko sagen die, ey, wenn... Nach Maghreb-Gebet sollst du ihn nicht töten. Ja, die sagen in Marokko, wenn er auf dich pisst, Bruder, dann wirst du behindert an dieser Stelle. Nein, nach Maghreb-Gebet sollst du ihn nicht töten. Ja, die sagen in Marokko, wenn er auf dich pisst, Bruder, dann wirst du behindert an dieser Stelle. Nein, nach Maghreb-Gebet sollst du... Wird dann auf jeden Fall auf Uzi seinen Finger gepisst und auf Zerkus Nackenfalte, Bruder. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist ein Molch. Lass den Abstand. Und kann schwimmen, wo er ist. Lass mal den Abstand, Mut leben. Hey, Rina. Erst morgen wirst du gefressen. Heute wir machen eine Session. Ey, wir machen eine Session. Ich hoffe, meine Mutter Doktor. Siehst du schon das Saures? Ich kauf nichts hier. Ich baue dich mal ein Studio auf. Wir bauen ein Studio auf. Leute haben 500.000 Studio, Leute haben 9 Scheine stecken, 9 Scheine und in irgendwelchen krassen Ländern haben schon so ein Studio wie wir. Wir haben 2 Produzenten, Bruder. Bitte. Ja. Hey, my sherry, I see you later. Auf hast du dein Zuleta. Habib, Wallach, du sagst. Hey, Berdo, wir brauchen aber mehr Energie, Bruder. Das ist ein Festival-Song, Bruder.
Weißt du, ich meine? Da muss richtig knallen, Kusi. Mann, du musst alles kaputt gehen, diese Wand. Richtig. People are sleeping around there. Okay, we understand. Das ist schon wieder turn off. Okay. Ist der Besitzer oder was? Wer ist dieser Eri, Bruder? Nein, warte mal, wie kommt ihr überhaupt auf dieses Grundstück? Wie kommt er auf dieses Grundstück, Bruder? Der hat Kohle. Ja, Walla, will das nicht. Walla, besser sogar, dass er gekommen ist. Walla, besser, dass er gekommen ist. Wer nicht gekommen, hätte Bullen gerufen. Ja. Weißt du? Ich schwöre. Ey, Jungs, wie? Und Hamo hat keine Papiere. Keine Passaport. Also, ihr habt gerade gesehen, die Session wurde gesprengt. Nicht nur von uns, sondern auch von unserem lieben Nachbarn, Jean-Claude. Der François kam zu uns und hat sich richtig aufgeregt. Und dann haben wir gesagt, excusez-moi, frérot, toute la nuit, schlafen. Wir haben gesagt, halt dein Maul, Digga. Scheiße. Wir haben gesagt, mach Schmopp, keine Ahnung, weil warum seid ihr so asozial, Digga? Wir machen einfach morgen weiter. Weil es schon 1 Uhr und wir haben unter der Woche, Leute, das geht nicht. Gute Nacht, wir gehen alle schlafen. Pass auf, schau auf. Tag 1 vorbei, Strapazen hin, her, aber es ist geschafft. Das ist doch auch eine akzeptable Zeit, um jetzt schlafen zu gehen. Voilà. Ja, haben wir alle gut gemacht. Am Schaden. Ey, Melissa, du wolltest nach Marseille ziehen, gell? Also Melissa liebt Marseille, Chat. Die liebt Marseille. Aber es wird jetzt noch guten Morgen. Bruder, wenn du Uzi dabei hast, egal wo, egal wo, merkt euch eine Sache, Dreddy, ist auch für TikTok wichtig. Wenn du Uzi dabei hast, egal wo, Streit, Lachen, Fußball. Egal wo du Uzi hast, du bist gefickt. Guckt euch an, wie der seine Freunde weckt. Guck mal. Ich glaube, wir haben so gut wie die Beats fertig, oder? Ich habe ja angefangen eben schon. Und wir werden das safe nehmen, weil das ist Beilefang. Achso, so wie der Brasil, wie Anfang von wie der Beat seine. Anfängt, der erste, so läuft der dieses erste, dumm, tscha, tscha, so läuft tscha. Der zweite komplett. Wir gucken nur noch, wie wir das machen wegen Reihenfolge. Stark. Aber das ist auf jeden Fall Stand der Dinge. Und ja, die anderen sind gerade einkaufen. Wir machen uns bald ans Recording dran. Und ja, bleibt gespannt. Wir sind jetzt in Carrefour. Ist wohl ein größerer Supermarkt, gell? Also, 3 Packungen Spaghetti. Ah! In einer Packung sind 500 Gramm, also haben wir 1,5 Kilo Nudeln. Ich glaube, das reicht mehr als erstmal mehr als genug. Ja, ne? Paterina. Hey, wow. Das ist wie so ein Dallerhund. Gucci-Karte, Louis-Tasche, pinke Abaya. 18 Euro, das ist guck mal, was wir geholt haben. 67. Hier. Vielleicht habe ich noch kleines, warte mal. Da, hallo. Einkaufen mit Arbeitsamt, geht's? Ich geb dir echt, ich bin der Patron. Warte, hallo. Da, hallo. Ich geb dir echt, ich bin der Patron. Günaydın gençler, selamun aleyküm. Hört auf, seid lieb zu Rina. Wow, wow, Aziz. Wir haben Beute für euch, Freunde. Es geht ab. Walla, wir haben frische Sachen. Ich wollte gerade sagen, Fleisch, aber jetzt wird gespeist. Wir speisen die Könige jetzt. Ammo! Ammo!
Nein! Hat der hier ein Haarwirbel? Ey, Chat, ihr seid so gemein, Digga. 4, 3, 2, 1. Simon! Ihr seid so gemein, Digga. Er ist Baba-Cousin. Oh mein Gott. Berdo ist der stabilste Cousin, ja? Ihr seid voll gemein, Chat, Digga. Ehrlich. Willkommen im Affenkäfig. Affenkäfig. Taharia. Eva. Affenkäfig, willkommen im Affenkäfig. Affenkäfig, willkommen im Affenkäfig. Affenkäfig. Yusuf! Nimm mal ein Mikrofon, verlierst du kurz. Ah, Yusuf! Kommst du her? Ich habe mich einen Affenkäfig. Teamarbeit war sehr gut, es war sehr angenehm. Alle haben ihre Aufgaben irgendwie erfüllt. Die Truppe war am unproblematischsten. Die haben eine richtig geile Ding gemacht, so. Aber kein Streit untereinander. Die haben gut miteinander harmoniert. Die haben echt alles gemacht. Auch wenn es manchmal kracht, aber das ist normal. Hier sind viele Künstler mit, auch mit Ego, mit einer Vorstellung, und die sie umsetzen wollen. Aber auch aus dieser Gruppe hat es nicht jeder geschafft. Kann ich euch jetzt schon sagen. Deswegen kann schon sein, dass es manchmal kracht, aber bei uns war das jetzt nicht so. Bei uns war das echt angenehm und sauber. Arschloch, sei leise, Herst, was... Du Trottel erst. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, du Trottel. Bin ich von gestern oder. Was der? Was der? Bist du deppert? Bist du deppert? So gefällt mir Beat, so gefällt mir. Halbe Ding rausgespuckt. Bist du deppert, ist hart. So gefällt mir. Deine Jungs sind alle faul, wie der Vogel Chicken Teriyaki. Ilaniro. Mit meinem Team, wie soll ich sau? Perfekt. Okay, Baba. Samba de Janeiro sind alle faul. Wie der Vogel Chicken Teriyaki. Tanz die Samba de Janeiro mit meinem Team wie Seleção. Perfekt. Ja, doch. Tanz die Samba de Janeiro mit meinem Team wie Seleção. Gute, kannst du aufnehmen hier, oder? Ich glaube, Ballerina, ja? Ich muss ja mal stehen und runtergehen, Mann. Hast du schon gezogen, Uzi? Hä? Hast du schon gezogen? Ja, schon. Guck mal, jetzt schreibt dir noch einer, muss sie aufhalten. Wartet ab, wie Hater zu Fans werden. Wartet ab. Ich hätte doch hier so ins Arsch aufgemacht. Ist besser. Wie was? Soll ich mich auch fresh machen? Kannst du machen, oder? Ja, gerne. Guck mal, wie wir hier sitzen. Ja, was macht die? Wir gehen jetzt angeln. Da wir kein Essen haben, müssen wir halt gucken, dass wir irgendwie überleben. Deswegen, bitte nicht. Ist die Angel jetzt ready? Ja, die Angel ist ready. Die Angel ist ready. Die paar Haken, der Haken kann ausgefahren werden. Oh mein Gott. Wow. Das sieht sehr professionell aus. Walla, gell? Das sollte schon passen. Geh nochmal für alle. Legt euch nicht mit mir an. Ey, Bruder, wollen wir das mal bei Pool ausprobieren? Wie sehr der Haken runtergeht? Ja, komm. Das ist eine gute Idee. Ja, du hast noch mal Hand und Bier geschlafen. Oh. Ey, guck mal, der ist wirklich. Der Hand das ist perfekt, Bruder. Das ist genau so, wie du gesagt hast. Wir sind anscheinend fertig. Alhamdulillah. Komm, bitte. Wie schnell ist möglich? Bitte, das ist Papi. Bist fertig? Was geht hier ab? Wir gucken jetzt, was der Song gesagt hat. Achso, okay. Ey, wo ist Uzi Marina? Keine Ahnung. Egal. Wir schaffen das schon so. Hört uns zu. Wir hören den Song jetzt für Uzi Marina. Mach laut, mach laut. Walla, Tag 2 ist vorbei, Song ist fertig. Ich glaube, es gibt nichts zu sagen, wir wollen einfach nur schlafen, Bruder. Down, aber Gott sei Dank hat alles geklappt, ja.
Beginn schlafende Runde, Bruder. Wir sind am Ende, wir sind am Arsch. Wir schlafen, morgen früh geht's los. Peace out. Also, wir sind jetzt auf dem Weg in die Stadt. Das erste Mal richtig in die Innenstadt, oder? Ja. Jungs, ich muss einen Appell an euch richten, okay? Ich sag euch jetzt schon, Rena ist die krasseste. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Aber ihr werdet den Zug niemals stoppen können. Und der Zug macht, meine Jungs sind alle V, deine Jungs sind alle V, genau wie der Fugen Chicken Teriyaki. Junge, Rena ist es, Cousin. Das erste Mal. Und das am letzten Tag. Ja. Naja, morgen ist ja eigentlich schon unser allerletzter Tag, theoretisch. Wann fliegen doch. Wir Schon relativ früh, ja, Mann. Also heißt morgen. Ihr werdet alle noch vom Gegenteil überzeugt werden, ich glaub dran. Ich hab's letztes Jahr auch gehabt, es hat bei Haaland genauso angefangen. Aber ich erkenne Talent da, wo es ist, Cousin. Heute ist unser letzter voller Tag, Bruder. Heute müssen wir auf jeden Fall ausnutzen, den ganzen Tag. Und ja, wir sind jetzt hier zu viert schon mal im Taxi, im Uber. Und die anderen kommen dann gleich noch nach. Finesse, Mann. Ciao. Ey, Pau! Oh! Softjoggen, oder was? Nein, Jumbo. Du hast schon zu krass heute. Nebi. Bei uns Taxifahrer, so ein Achi. Bei uns auch, Achi. Ich sag's dir, ich muss Video drehen. Video drehen. Walla, Kühlschrank's leer. Das ist normal. Wir müssen Zahnpasta essen. Ich sag euch Wahrheit, das Zahnpasta, was übrig bleibt. Ich hatte letztens Hunger, ich mach einfach... Come to Marseille, not to Dubai. Gehört dazu, Dreddys. Gehört dazu. Ja, ich pass auf wegen Twitch, aber gehört dazu. Also, Hamo hat hier leider gekotzt. Burada söyleyeceğim, burayı çekeceğim. Ja, ich sehe, ben de arkada kalacağım böyle. Evet abi ya, ne yapıyorsun ya? Neredesin ya? Evde mi ya? Sen... Çabuk sen, video sen, çabuk sene? Evet, evet. Aber ja, warte mal kurz. Das ist auch Arbeit. Wir machen gerade Werbung für sein Hire, hire, hire. Weißt du, und dafür ist hier eine Promotion. Hire. Ja, ist Arbeit. Töbe, ja? Na, Töbe, ja? Wir lassen uns dribbeln. Hey. Aber wollen wir das? Ja, okay, dann komm. Dann machen wir hier die Hupe. Ja, ja, ja. Machen wir hier Affenkäfig die Hupe. Ja, ja, wir machen hier Affenkäfig die Hupe. Wir sehen und jetzt bitte, Chat, gell? Ihr checkt nicht. Jetzt guckt euch das an, bitte. Ist alles zensiert, braucht euch keine Sorgen zu machen. Es ist auch alles nur Show, okay? Es ist nicht wirklich was passiert. Es ist nur Show, es ist nur gespielt. Es wurde von professionellen Schauspielern, das sind alles professionelle Schauspieler. Das alles. Das ist Denzel Washington. Das ist, Abdul Clooney. Das Tom Banks. Und das Captain Nador. Tamam? Okay. Guck mal bitte, wie dumm er ist. Ey. Guck mal, wie dumm. Siehst du? Hier fängt das Übel an. So entstehen Situationen, Bruder. Uzi und Rena sind mit dem Kind fokussiert. Berdo will's klauen. Er denkt sich, gute für Angel, gute Köder. Hamo rappt einfach alleine. Der macht Insta-Stories, Cousin. Der denkt sich, endlich klaut jemand meinen kleinen Bruder. Und Finesse, Bruder? Guck mal, er nimmt beides. Ey, Bruder. Ich kann's eigentlich nicht sehen, Bruder, gell? Boah, ich kotze, wenn ich das sehe, Digga. Oh mein Gott, oh mein Gott.
Ich skippe ein bisschen, ja? Ja, ich skippe ein bisschen. Ich skippe ein bisschen. Auf jeden Fall war es offen bis zum Knochen. Gestellt. Ja, mein Knochen tut raus. Zu dem Problem. Ah, ja. Meine Mutter, mein Knochen tut raus. Zu dem Problem. Es gab heute einen kleinen Vorfall, der nicht geplant war. Ich weiß nicht, ob das im Musikvideo zu sehen sein wird oder ob das eben zensiert werden muss, aber ich habe einen kleinen Unfall, beziehungsweise der Penessim hat sich verletzt an seiner Hand. Und, Chicken Teriyaki, Tanz, wir sehen es auch. Haben wir natürlich nicht gerechnet und wir hoffen, dass er schnell verheilt und dass er da für ärztliche Hilfe so schnell wie nichts bekommen wird. Ja, boah. Mama, hey Mama, wenn ich... Ja, ein bisschen. Gib ihm mal Wasser zu trinken. Nein, lass ihn. Ich bin richtig geschwitzt, als ich dieses Blut gesehen habe. Ich dachte erstmal, hahaha, hihihi. Ich habe irgendwas Weißes gesehen. Ich weiß nicht, ob es ein Knochen war, ob das irgendeine Haut war oder so. Seht ihr, was alles passieren kann? Musikvideos. Ich lache jetzt, weil ich mir denke, erste Video dreht. Na, Twitch, wir müssen ganz dringend die Twitch-Richtlinien auch einhalten, Dries. Ich liebe Twitch. Ich will mich auch an die Regeln halten. Direkt Absturz, aber war jetzt kein Spaß. Das Messer. Ja, der Boden wird auch mal direkt gereinigt, also nicht zu Hause nachmachen. Das war ein Stich, das war original ein Stich. Da hat sich immer selber abgeschossen, hat sich selber besiegt. Ich hoffe, meine Mutter, ich guck einfach, Blut liegt an. Ey, schick mal, ey, guck mal Standort, wo. Er schickt nicht. Ey, ruft ihn mal an, Baller, soll mal Standort schicken, Mann. Ey, war das nicht schlimm? Cousin, der Finissen nimmt von so einem Döner-Typ diese Messer, man sieht es bestimmt im Musikvideo, der nimmt diese Messer. Das sind auch kleine Kinder, die ist das. Macht irgendwie so, ey, weißt du, was für ein tiefer Schnitt das ist? Das sah ekelhaft aus. Was ist los jetzt? Was stand da drin? Ich war gerade drin, ich dachte, die nehmen mich, die machen das zu, die sagen Hospital. Muss, gell? Ich sehe einen Marokkaner, ich sag, warum Krankenhaus? Ich sag, Bruder, das ist so tief. Wallah, ich hab in meinen Augen gesehen, ich sehe was Weißes. Ich hab Schock bekommen, wo ich das Messer so. Der sagt, dein Knochen guckt raus, du musst das nähen. Du musst das. Also wir haben auch auf Instagram eine Broadcast-Channel von Rap LaRue. Und da könnt ihr originale Aufnahmen von der Hand sehen. Oder ich kann es in unsere WhatsApp, in meine WhatsApp-Gruppe kann ich es auch reinschicken, wenn ihr möchtet. Dreddies, ich schwör's euch, gell, das Ding war offen, Bruder. Das Ding war offen, Melissa. Also es war so offen, gell, als er mich da angerufen hat, ich dachte, er stirbt. Ist jetzt hart, aber ich höre ja nur sein Audio, weißt du? Und dann schickt er mir ein Bild von seiner Hand, gell, und ich denke mir, Junge, der stirbt, Bruder, der verblutet. Der vergiftet sich, Infektion, irgendwas. Der verliert seinen Arm, dachte ich. Blutvergiftung. Ciao, war's mit ihm. So habe ich gedacht. Ich schwöre. Immer, Brahim, konstant. Das nehmen, weil sonst wird eine tiefe Wunde uns entzünden. Bruder, wallah, Bruder, wie ist so schwindelig. Wo kommt Schatten? Komm erstmal so. Wir haben unser Essen erarbeitet bei so einem Dönerladen. Richtig wild. Wallah, das härteste Video der Welt. 1000 Leute. Wir haben Kebab-Schwert in Hand genommen. Ich habe meinen halben Hand fast abgeschnitten. Oxumbile, alles auf Film, Bruder. Wir haben alles aufgenommen. Ruhle, alles Blut, Bruder. Krankenwagen. Bruder, was Krankenwagen macht? Die sagen so, ja, wir haben zu viele Unfälle. Wir können dich mitnehmen. Geh Krankenhaus, schnell. Niemals. Ich schock Koran, Knochen guckt raus. Ist immer noch so? Ja, Bruder, der Werder hat mir jetzt Bandage gemacht. Ach du Scheiße, Digga. Ja. Was sollen wir jetzt machen? Soll ich jetzt einfach, sollen wir weiterdrehen? Mir ist egal, Bruder. Ich will Krankenhaus. Geh ins Krankenhaus, geh ins Krankenhaus. Kann ich bei Versicherung sagen, Rap LaRue? Ja, geh ins Krankenhaus, egal. Ja, aber Krankenhaus ist 30 Minuten von hier entfernt. Egal, dann nimm Uber vom privaten Geld, wir zahlen es dir nach. Sorry, Bruder, diese Nachzahlung musst du nicht, aber ich mach das ab. Aber das, oh, sag Rulla, das ist kein Rausflug. Nein, es ist kein Rausflug. Gulula, bitte. Rulla. Okay, danke schön. Dann ist alles gut, geh sofort ins Krankenhaus. Okay, danke schön. Der Arme, der hat voll Angst gehabt, gell? Der hat gedacht, ey, wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe, ich bin disqualifiziert. Ich hab gesagt, nein, Junge, chill mal, Junge. Chill mal und so. Wie hoch war die Krankenhausrechnung? Boah, ich glaube 1,6 oder so. Mal mein Bruder Nebil, Shukran. Dann müsst ihr mir das in Fragen, der hat's bezahlt. Nein, natürlich, ich hab's bezahlt als Onkel. Muss doch auch, Digga. Ayef Nebil Marseille, der hat mich abgeholt oder der Taxifahrer. Es war Arbeitsunfall. Die Jungs sind doch versichert. Wie ein Horrorfilm hier.
Bist du krank aus, Digga? Ihr wollt Block, hier ist Block. Guck mal, Cousin. Der andere hat einfach sein Bein verloren. Wir werden auf jeden Fall genäht. Sieht aus wie Nash von KMN Gang. Ihr wollt Block, hier ist Block. Wir werden auf jeden Fall genäht. Oh, jetzt ist es wieder schlimm. Ja. Also die haben ihn auch, Bruder, die haben ihn schikaniert, gell? Also, Chat, damit ihr wirklich versteht, wie schlimm dieser Schnitt war. Er war bei einem Arzt, die haben ihn weggeschickt. Sofort Krankenhaus. Jetzt ist er im Krankenhaus und guck mal, was jetzt passiert. Ich habe gerade Rap La Rue gezeigt. Die machen auf jeden Fall bessere Behandlung, weil die haben dick Follower gesehen. Ich werde jetzt genäht, Leute. Oder? Das wird auf jeden Fall lustig, ja? Oh, mir geht's nicht gut. So, die Ärztin kam gerade und sagte, das können die nicht nähen. Die brauchen einen Spezialisten. Boah, dann guck mal bitte. Ach du Scheiße. Es ist zensiert, keine Sorge, es ist zensiert. Weißt du, wie tief das ist? Auf jeden Fall, die brauchen einen Spezialisten, Leute. Oh, Leute, ich muss jetzt hier nochmal warten. Leute. Also ist der Arzt weggegangen, hat aufgehört damit und hat extra einen Spezialisten geholt. Und dieser Spezialist, ja, Spezialist, hört einfach zu. Der Arzt war gerade da, der hat's aufgemacht, der hat Spritze gemacht, dass ich nichts mehr spüre. Die haben auch angefangen zu nähen. Auf einmal hat er aufgehört, hat wieder zugemacht und hat mir auf Google Übersetzer geschrieben, es kann sein, dass eine Sehne durchtrennt ist. Was heißt das, Digga? Ist jetzt schlecht oder gut oder was? Ich glaube. Der denkt einfach gut. Der denkt, der hat Zähne gerissen. Checkst du? Ich habe die Zähne gerissen. Joa. Auf jeden Fall nicht gut. Die sind jetzt auf jeden Fall Rücksprache halten gegangen mit dem Handchirurgen. Dann schauen wir mal weiter. Aufenthalt! Außen knallt! Werde diese Scheiße noch gewinnen, sei dir sicher wie mein Bruder District. Er ist draußen bald! Liefert die Pakete ohne Skimaske! Mein Packerstempel auf der Peace-Platte! Hör mir zu, mein Ruhe, die Scharisten voll mit Zucker, Hasch und Pistazien! Ha-boom! Ha-boom! Low-Kicks! Ey, mein Bruder. Ja. Was geht ab? Also, guck mal, Chat, damit ihr das auch kurz versteht, das wäre eigentlich eine Disqualifikation. Das wäre, Roberto wäre raus durch diesen Anruf. Aber Finesse, das war ja ein Notfall. Weißt du, darum habe ich denen das erlaubt, dass die Finesse anrufen dürfen, um auch so up-to-date zu sein. Weil in dieser Situation, ich bin ja nicht dabei. Der Finesse ruft mich an, er sagt, Bruder, ich habe meine halbe Hand abgeschnitten. Und ich denke mir, Cousin, stell dir mal vor, Blutvergiftung, irgendwas, da passiert was Schlimmeres, Gott bewahre. Darum habe ich gesagt, ey Jungs, ihr könnt untereinander kommunizieren. Was sagen die? Nee, es geht nur darum, nicht ob Berto jetzt weiter ist wegen seiner Leistung, sondern es wäre eigentlich eine Disqualifikation jetzt schon. So. Ob er weiter ist aufgrund seiner Leistung oder nicht, das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Wie geht's dir? Oder die sagen, gegen so eine Sehne ist durchtrennt worden, die müssen zur Operation operieren. Der Spezialist ist ein anderer Krankenhaus, der kommt aber so 10 Minuten. Sehne gerissen? Ja, kann sein, dass Sehne gerissen. Durchtrennt. Sehne durchtrennt und Sehne. 5 mm tief. Ach du Scheiße, Bruder. Gute Besserung, mein Schatz. Du kannst nie wieder deinen Zeigefinger benutzen. Übertreib nicht, Amanakoim. Du hast daraus Dings gemacht, Bruder. Leute haben keinen Fuß mehr. Relix, Moinsen. Was geht ab, Cousin? Dankeschön für 4. Marcy, schön, ja? Wir sind zurück. Wir sind endlich nach Hause angekommen. Oh mein Gott. Wir werden uns jetzt nochmal fresh machen, nochmal duschen. Gell? Finesse holt sich da aus, dass er seinen Finger nicht mehr bewegen kann. Es gibt andere Leute, die haben nur 4 Zehen, Bruder. Und die heulen nicht rum. Katzendusche vielleicht nochmal schnell. Und dann nochmal raus, ein paar Szenen filmen. Und Finesse im Yamaha anrufen. Handy laden müssen wir auch machen, oh mein Gott. Finesse im Arm. Der Tag ist noch nicht vorbei. Was geht ab? Ich bin wieder da. Wie geht's dir, Bruder? Da ist er doch wieder, Cousin.
Warum haben die dir nicht mal dieses Blut weggemacht? Weil das gar nicht operiert wurde. Es wurde genäht, aber es muss aber in Deutschland... Aber die hätten das echt mal sauber machen können. Ja, das ist runtergeflossen gerade eben. Bruder, ja. Ich weiß gar nicht, warum er seine Hand noch da hält, um ehrlich zu sein. Alle, Bruder, ich weiß nicht, warum er seine Hand da noch hält, gesehen. Aber es wurde genäht, ihr getackert. Das wurde so getackert und in Deutschland, ja, in Deutschland ich muss so Spezialist, Bruder, Sehne ist gerissen, Bruder. Also, okay, jetzt weiß ich, warum er seine Hand hält. Er zeigt Mund nicht, weil ihm fehlen die beiden Vorderzähne. Er hat da einfach Lücke, also einfach Loch. Die beiden Vorderzähne fehlen ihm. Okay, unser Uber ist in 3 Minuten da. Zahlungsart natürlich bar, ich weiß nicht, ob man es hier irgendwo sieht. Auf jeden Fall werden wir es gleich von diesem Budget noch bezahlen. Und ja, Mann. Erzähl Marina, was geht? Wohin gehen wir? Das spoiler ich noch nicht, Mann. Das wird jetzt der harte Überraschungseffekt am Ende. Wir gehen jetzt zu dem Final Countdown. Steht Final Countdown. Final Countdown. Nur noch eine Hand. 18,03 Euro, unser Uber. Wir werden es gleich bezahlen. Ich werde diese Rechnung ausdrucken, diesen Beleg, weil ich glaube, das kann man auch in der App. Dann haben wir es auch noch mal zu unseren anderen Belegen, dann ist ein Teil davon. Ich hoffe, ihr checkt alle, wo wir sind. Boah, Legende. Es geht ab. Ein Abstecher mache. Damit ihr es auch jetzt endgültig gecheckt habt. Auch an die, die noch gehangen haben. Wir sind einfach hier. Was geht ab? Realisierst du das? Nein. Nein, gell? Du? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Die Jungs sind alle, ciao. Ja, mit der Helligkeit kommt anders. Jetzt fertig mit Drehen. Ich habe jetzt den Uber zurück nach Hause gebucht. Wo steht dieser Preis hier? Nein, ich glaube hier oben bei diesen 3 Punkten war das hier. Jungs sind alle, ciao. Wie der Titten Ticken Teriyaki. Mit Bargeld. Der geht von uns an. Warte, wir gehen zwar morgen, aber der tut trotzdem sehr weh. Ja, weil wir müssen noch was essen heute. 17 Euro wäre so ein 3 Adana-Teller an die Hand. Ich schwöre, meine Mutter, die geht. Wir sagen hiermit offiziell der Konkurrenz den Krieg an. Top das. Rede. Dann bist du krass. Wenn du das nicht toppen kannst, Rede. Sense. Rede. Ja, wir sind, wie sagt man das? Genau, wir haben mit 100 Euro jeden Dings auseinandergenommen. Wir sind, ohne was zu erwähnen. Zertifiziert oder von originalen Marseillern. Was sollen wir euch sagen? Alter, wir sind zertifiziert. Weil die sagen Bienvenue Marseille every time. Frero, komm. Die sagen, hier ist euer Quartier. Die sagen, kommt und so. My Quartier is your Quartier. Every time. Oder ich hab's einmal verpasst. Tag 3 neigt sich auch an ein Ende zu. Wir sind jetzt fertig. Nur PTL beendet den Tag. Ich ruf meine Mutter. Ich hab doch gesagt, wir sind jetzt fertig. Ja, aber nur PTL beendet. Warum eierst du jetzt? Bayer, lass doch kein Eier. Ball, das war ganz okay. Vorlage. Für 1 Kilometer Uber, ja. Brudi, die haben nichts gegessen. Seht ihr nicht PTL, wie dünner geworden ist? Habt ihr den ersten Tag vergessen? Die haben nichts zu essen. Die sind da mit 100 Euro und davon bezahlen die 2x 18 Euro für Uber. Die haben nichts, Bruder. Die hatten nichts zu essen, nichts. Nichts, Bruder. Die haben nur Kacke gegessen den ganzen Tag. Der Berdo ist ja so verzweifelt gewesen, der hat in seinem Pool geangelt. Einmal mit Streit schlafen gehen. Auf jeden Fall, das war der letzte Tag und unser Video ist fertig. Warum lachst du, du Wichser? Und Salam Aleikum. Affenkäfig, willkommen im Affenkäfig! Affenkäfig, willkommen im Affenkäfig! Affenkäfig, willkommen im Affenkäfig! Deine Jungs sind alle faul, wie der Vogel Chicken Teriyaki. Ganz wie Sena de Janeiro mit mein Team wie Selesau. Meine Jungs sind alle ciao, Mesha Killer seinen Bauen. Arwena in der Hummer trägt die 9 so wie Falcao. Jeder hat einen Knacks in Kabeza. Lauf von der Guardia, alle Gepards. Den Jungs schwärzen einen Barmeter. Alle GEMA. Attention, New Generation. Attention, willkommen im Affenzopf. Los in mein Barrio. Rina rettet zu singen. In mein Barrio. La 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 la
Affenkäfig. Affenkäfig, willkommen im Affenkäfig. Im Affenkäfig. Verteile wie Blaugrana-Schüsse, ihr du Staubsauger-Rüssel. Ihr sieht mehr Koka als DJ-Junkies von Hauptbahnhof Mitte. Ihr seid nur grausame Krüppel, die zwar drauf haben, bisschen akut sein, trotzdem ist Rina besser. Ciao mit den Bitches. Bruder, ich schwöre, diese Bars von Uzi und Rina. Schüsse, ihr Staubsaugerrüssel zieht mehr Koka als DJ-Junkies von Hauptbahnhof Mitte. Ihr seid nur grausame Krüppel, die zwar drauf haben, bisschen akut sein, trotzdem ist Rina besser. Ciao mit den Bitches. Affenkäfig aus den Boxen, Nachbar ruft die Iberas. Küsst den Finger, Hüftenschwinger wie Santa Cruz Ivana. Yo! Attention! Attention! Willkommen im Affenzopf! In my barrio. Willkommen im Affenkäfig. TTL. Also ihr müsst auch checken, das war vorgegeben, dass sie so einen Song machen müssen, gell? Festivaltauglich, man muss das ganz klar auch erwähnen. Und dafür haben sie es fast perfekt sogar umgesetzt. Und Bruder, ich feiere Rina tot, Cousin. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. PTL war auch stark, natürlich. Uzi auch, sowieso Uzi ist Motherfucker. Sie liebt den Stil, meine Performance, auf wie Benzin oder Pergola. Airport Schwächer von Wien nach Paris, Panam, Paf, Pisa, Sam, Rufinessima. Ich hab für Katana rutscht, durch die Kanada Guss. Bei Harakat Move macht der Banja Duff Duff. Ich hab auf der Flucht und die Gender Masu. Gift für Cobra, schnell ruf den Notarzt. Brüder kamen über Boote nach Europa. Salam Achoya, aus Lampedusa. Durch den Wohnpark auf Safari im Toyota. Salam Achoya, Youngstars, Lavin Yamal. Safari Wohnpark, stoß an mit Miraval. Salam Achoya, Stock 80, keine Wahl. So, ich schwör. Endes, gell? Ich komm an athletisch, jung und wild aus dem Affenkäfig, schneid asymmetrisch die Plaka. Agafetisch, fast so ähnlich, so wie Aschefars in Tarzan. Rindar, Kumbisa, Turis, Nikla, Polis, Neuner mit Viflahovic, im Rudel mit jeder Logis, die dich fressen wie Regatoni, du fängst Kugeln wie Kifaluri. Living la vida loca, treff mich immer sehr wie Cantona, oder ein Köln, Kumbis, Panoma, Kaki ist im Remover. Gift wie Cobra, schön ruf den Notarzt, Brüder kamen über Boote nach Europa. Salam. Hoja! Aus Lampedusa, durch den Wohnpark auf Safari im Toyota. Wir sind real! Youngstars, Lamin Yamal. Safari Wohnpark, stoß an mit Miraval. Salam Achoya! Stock 80, keine Wahl, so nah das letzte Mal. In Affenkäfig! Im Affenkäfig! Willkommen im Affenkäfig! Alles gab noch Hauerei, gell? Es gab eine richtige Hauerei, Cousin. Richtig mit verärgert sein und so. Gell? Uzi auf Schurf, meine Mutter, gell? Lass mich noch ein Joint rauchen, ich bin Manke, die Ace, Cousin. Ja, walla, das echt. Wir haben es nicht reingeschnitten. Also, wir haben es nicht gezeigt in der Folge. Das ist einfach jetzt nur Flashbacks-mäßig. Guck mal, auf Ernst, walla, Ernst. Shit. Walla Ernst, Uzi direkt, der checkende Blick hatte ein Messer dabei. Das ist der checkende Blick. Der Röntgenblick, durch die Tasche gucken. Ist da Geld drin? Lohnt sich. Kleinigkeit. Bonjour, bonjour.
Viva la France! Affenkäfig, willkommen im Affenkäfig! Die Artist ist Marseille, ich schmeck Jules. Hey, Auch der hat mit Bullen Streit und so. Noch meine Mutter, mein Knochen guckt aus. Hey, wa, hey, ja! Marcel, Marcel, Marcel! Donc, si je vois la voiture. Okay! Ja! 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 Bruder, Chat, gell? Das wird so. Worte. Der Mann, der Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Gold Roger, der König der Piraten. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte: Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben! Sucht ihn doch! Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Das wird so geil, Digga. Tag im Mafia Milan. Niemand ist krass wie wir, Mann. Wer ist realer? Das wird super.